Hast du eigentlich mal einen Unfall gehabt in deiner Hobbylaufbahn? Die waren gestern wieder fleißig und haben hier ein Gelege abgesetzt. Das ist in der Terroristik schon eher was Außergewöhnliches. Meistens ist es ja so, dass die Menschen, die in Tierfachgeschäften arbeiten, selbst die besten Kunden sind. Ich will heute wissen, wie es bei dieser Art von Kunde zu Hause aussieht. Und um jemanden zu finden, der in so einem Laden arbeitet, sind wir heute im Aquaterra. Ist ein Terroristikgeschäft in Hanau. Und wir gucken einfach mal, ob wir jemanden finden, der uns nach Hause einlädt. Schönen guten Tag. Hi. Richtig fett. Nate Drop. Den Mann neben mir kennen wir schon. Hallo, guten Tag. Schön, dass du da bist. Olli, dir ist der ganze Laden hier und ich bin auf der Suche nach jemandem, der hier arbeitet und der uns einmal zeigt, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Finden wir da jemanden? Mit Sicherheit. Hast du irgendeinen Opfer für mich? Ja, wir haben da jemanden bei uns im Team, der hat auch was ganz Tolles, was ganz Neues hat er noch nicht lange. Also tolle Warane. Warane? Blaue Warane. Hat früher auch so bei mir angefangen, als kleiner Junge noch. Hält gern Feigelfrösche und züchtet auch ein bisschen nach und jetzt hat er Warane. Okay, lass mal schauen, ob wir den hier finden. Genau, ich zeige euch den mal. Das ist der Sebastian aus unserem Team. Das geht. Können wir bei dir mal schauen, wie es zu Hause aussieht, weil ich will beweisen, dass die Leute, die in Terroristikläden und in Aquarienläden arbeiten, die Kohle, die sie verdienen, im Normalfall direkt wieder beim Arbeitgeber lassen. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ja, natürlich. Das sind die besten Kunden. Oder? Aber ist doch geil für dich, ne? Ja. Eine halbe Stunde vom Shop entfernt stehe ich im Hobbyraum von Sebastian, der hier ganz nach meinem Geschmack eine Vielzahl von verschiedenen Tieren pflegt und diese erfolgreich nachzüchtet. In der Terraristik ist es zu einem Großteil so, dass die zum Verkauf stehenden Tiere als Nachzuchten erhältlich sind. Somit müssen sie nicht aus der Natur entnommen werden und können in ausreichend großen und an die Bedingungen angepassten Terrarien zu Hause gehalten werden. Das ist mein Steckenpferd, genau. Ich habe die Pfeilgiftfrösche für mich entdeckt, die Dendrobaten oder die verschiedenen Arten, die es darin gibt. Dieses Terrarium, das steht jetzt also ungefähr ein halbes Jahr. Das ist 70 cm breit, 80 tief und 1 Meter hoch. Aber das ist für ein Pfeilgiftfroschbecken schon sehr geräumig. Das ist schon eine ordentliche Nummer, ne? Ich kenne das auch kleiner. Ja. Genau, die gibt es auch deutlich kleiner. Natürlich funktioniert das mit der Zucht. Die vermehren sich da drin sogar sehr gut. Ja? Da sind 5 Frösche drin. Können wir mal gucken, ob wir einen finden. Aber wenn du da jetzt dann auch noch anfangen sollst, Jungtiere rauszufangen, das ist nahezu unmöglich. Und das ist einmal Futter. Genau, die Springschwänze, das ist also Futter, was hauptsächlich für wirklich kleinste Arten verwendet wird. Ach, krass. Und für Jungfrösche natürlich. Und das funktioniert ganz gut. Und über diese Schwämme hat man eine wirklich saubere Möglichkeit, die Tiere zu entnehmen. Bei Torf hast du halt immer, wie kriegst du diese kleinen Tiere verlustfrei dann in so ein Terrarium, ohne dass du den ganzen Torf damit einbringst. Ja, wenn so ein Ding mal runterfällt, super Sache. Das ist eine super Bodenpolizei. Die kümmern sich so ein bisschen um die Hinterlassenschaften der Tiere. Die ernähren sich mitunter von. Wie ist es denn aufgebaut? Also du hast so einen kleinen Fluss, Bachlauf. Genau. Ich habe einen doppelten Boden drin. Üblich ist es, dass man diesen Wassergraben hier vorne hat. Das wollte ich aber der Beckentiefe wegen nicht. Ich wollte hier vorne gerne noch ein bisschen Landteil haben, wo ich vielleicht auch mal Tiere hier vorne sehen kann. Würde ich es nochmal wieder machen? Ja. Allerdings ein bisschen anders konstruiert. Sind auch jetzt momentan Kaulquappen drin. Das Becken ist komplett mit Naturmaterialien. Also hier ist kein Styropor, kein Bauschaum, nichts verwendet worden. Silikon natürlich zum Festkleben. Aber sonst habe ich überall diese Shashim-Platten, die Baumfarnplatten. Mit entsprechend Licht und Wasser werden die schön grün. Ich bin jetzt leider kein Pflanzenexperte. Da gibt es Leute, die da besser geeignet sind. Ich habe keine Ahnung, was hier alles überall raussprießt. Nicht alle Pflanzen, die da drin sind, habe ich eingebracht. Ach ja, also das sind diese Platten, die du befeuchtest. Genau. Und wenn du das im richtigen Maße tust, dann und Licht
Zeug raus. Genau, das sind wirklich Baumfarnplatten, die aus der Natur so rausgeschnitten wurden. Die sind dann irgendwann getrocknet, aber diese ganzen Moossporen und Pflanzensporen, die da noch drin sind, die überdauern die Trockenheit und wenn die wieder befeuchtet werden, dann kann das schon schön grün werden. Jetzt hat dein Becken ein besonderes Gimmick und zwar... So, das ist jetzt feentechnisch natürlich eine Herausforderung, wenn da drei Scheiben dazwischen sind. Da war ein, hast du gesehen? Aber da sieht man jetzt die Kaulquappen durch. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Aber das ist quasi einmal der Laich, der von den Tieren direkt hier ins Wasser abgegeben wird. Nein. Fangen wir ganz vorne an. Gehen wir mal auf den Besatz. Ich habe Dendrobatus auratus drin, Goldbaumsteiger in einer besonderen Farbvariante und Ophaga pumilio, Zwergbaumsteiger oder auch Erdbeerfrischchen genannt. Die legen ihre Eier gerne auf glatte Unterflächen, wie zum Beispiel hier in diese Laichhäuschen und die Zwergbaumsteiger in diese Blattachseln oder in Filmdöschen, die eingebracht sind. Filmdöschen? Ja. Okay. Es ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil es ist die falsche Froschart. Ach so, es ist andersrum, als du gerade erklärt hast. Als ich erklärt habe. Also hier habe ich so eine kleine Dose. Ja. Die waren gestern wieder fleißig und haben hier ein Gelege abgesetzt. Das heißt, so sieht das dann aus. Das sind also 6 Eier, kann ich gerade zählen. Und das entwickelt sich jetzt so innerhalb der nächsten 2 Wochen ungefähr. Werden da kleine Kaulquappen draus. Die Kaulquappen, die sind ja dann in diesen Filmdöschen. Sprich, du schmeißt die einfach unten in den Bachlauf rein. Nein. Das ist das, was ich an den Fröschen so faszinierend finde. Da ist übrigens gerade die Mama, glaube ich, da unten. Also das sind die Goldbaumsteiger, die Super Blue. Sie legen die Eier ab. Das Männchen befeuchtet die Gelege. Das heißt, der holt sich an irgendwelchen Wasserstellen immer Wasser ab, hält das Gelege feucht. Und wenn dann die Kaulquappen soweit sind, kommt der Transportbus Papa. Die schlängeln sich auf den Rücken. Der bringt sie dann zum Wasser. Ach was. Also dann Eltern, sind sie auf sich alleine gestellt. Die Eltern legen die Eier, holen die bei, ab einem gewissen Reifestadium ab, um sie danach nochmal ins Wasser zu bringen. Genau. Bei den Zwergbaumsteiger kommt dann noch eine Besonderheit dazu. Da werden sie dann auch abgeholt und in eine Wasserstelle transportiert. Und dann kommt dort die Besonderheit dazu, dass die Weibchen die Kaulquappen mit Nähreiern füttern. Ach, das heißt, das Männchen ruft das Weibchen dann regelmäßig an den Verwahrort der Kaulquappe, animiert sie zum Eierlegen und sie legt dann spezielle unbefruchtete Eier da rein, von denen sich die Kaulquappe ernährt. Hast du eigentlich mal irgendwie einen Unfall gehabt oder ist mal irgendwas völlig schief gegangen in deiner Hobbylaufbahn? Da habe ich bei meiner jetzigen Frau gewohnt. Wir haben uns da kurze Zeit mal ihr Kinderzimmer geteilt und natürlich mussten dann die Frösche, die ich damals hatte, da auch mit rein. Ich hatte, das mache ich auch nicht mehr, Mikroheimchen wollte ich verfüttern, weil die von der Größe her, ob ich jetzt Fruchtfliegen oder Mikroheimchen, das gibt sich nicht viel. Durch einen blöden Zufall ist mir diese Box aus der Hand gefallen. So eine Mikroheimchen packen sind ja nicht 25 oder 40 wie bei den Großen, sondern halt so eher so 100 oder 200 drin. Bis ich mit dem Staubsauger wiederkam, waren die weg. Ja, da habe ich mit meiner Schwiegermutter immer noch ein bisschen Streit, weil es eine Hausplage und die finden halt leider in Wohnräumen genug Bedingungen, um sich dort zu vermehren. Es gibt ja Alternativen, deshalb, man muss ja nicht mit Heimchen füttern. Was macht hier die ganze Zeit so einen Lärm? Es sind Heimchen. Von der Technik her für so Frösche, was braucht man da? Das Tier braucht die Feuchtigkeit, das Tier braucht die Temperaturen, Licht ist jetzt bedingt nur wichtig, wenn wir über Helligkeit sprechen. Da, das ist dann eher für die Pflanzen geeignet. Was ich hier drüber habe, sind LED-Lampen, die ein sehr helles, natürliches Licht abgeben, von der Farbe her. Das tut den Pflanzen sehr gut. Die wachsen dadurch wie blöd. Das ist aber so ein Thema in der Terraristik. Man ist sich, das ist mein Kenntnisstand, noch nicht ganz schlüssig, ob wirklich die LED-Lichter für Reptilien geeignet sind. Da geht es um Lichtwahrnehmung, weil gerade Reptilien sehr viel UVA-Anteil sehen können, dass wir sogar gar nicht wahrnehmen. Ja. Es hat, glaube ich, noch keiner so ein Gecko gefragt, aber es kann halt wirklich sein, dass die das Licht so gar nicht sehen. Und für die ist es dann relativ dunkel, das wirft dann Schatten und vielleicht leidet die Zucht darunter oder. Bis hin zu verstörtem Verhalten ist da denkbar. Bei Amphibien ist das nicht so. Ah, bei Amphibien ist das deshalb ist in der Froschszene ist das überhaupt kein Thema. Da ist das mittlerweile gängig, dass mit LED-Lampen gearbeitet wird, weil ich eben mit einer relativ geringen Wattzahl eine hohe Lumenausbeute, also eine hohe Lichtausbeute bewerkstelligen kann, was den Pflanzen gut tut. Okay, das ist jetzt die Variante mit Reptilien. Hier hast du Tarkeckos drin. Und eine LED drüber. Also...
Zu meiner Verteidigung sei jetzt angemerkt, das war natürlich auch geplant als Froschbecken. Jetzt bin ich halt durch meine Tätigkeit im Aquaterra-Shop wie die Jungfrau zum Kinde zu diesen wunderschönen Madagaskar-Riesentaggeckos gekommen. Deshalb sind die Becken auch eher, will ich sagen, spartanisch eingerichtet. Die sind zweckdienlich eingerichtet. Hier sind noch Leuchtstoffröhren drüber, das heißt ein Licht, was die Tiere auch wahrnehmen können. Die Temperatur ist hier im Raum einfach gegeben. Es ist manchmal effizienter, den ganzen Raum einfach zu heizen als jedes einzelne Becken. Den Tieren geht's gut, die fühlen sich wohl. Da sind auch schon die ersten Eier abgelegt worden. Ah. Geckos sind meistens nachtaktiv. Die Felsumen sind eben tagaktive Tiere. Es sind eigentlich auch Tiere, die für einen Einsteiger vielleicht geeignet sind. Von den Haltungsanforderungen ist das relativ einfach umzusetzen. Das ist jetzt kein spezielles Futter, was sie brauchen. Ich habe ihnen heute Morgen, sie haben es schon leer geschleckt, in diesen kleinen Näpfchen ein bisschen Obstbrei gegeben. Also von der Haltung? Außerhalb von der Temperatur jetzt ähnlich wie die Tageckos, die wir mit dem Olli hatten, in diesem Freigehege wahrscheinlich, ne? Genau. Von der Ernährung und sowas. Richtig, ganz genau. Sie werden jetzt demnächst, weil jetzt die kältere Jahreszeit losgeht, noch einen kleinen Spotstrahler bekommen. Jawohl, Solarium. Da ein bisschen aufheizen können, aber sonst von den klimatischen Gegebenheiten sind wir da voll im Rahmen, was wir hier haben. Es ist sehr eng hier, sehr gemütlich, aber das ist so mein Arbeitsbereich, von Terrarien umringt sozusagen. Und ich finde, es passt hierhin, als wäre es dafür gemacht gewesen. Wenn sie dann morgens, abends trällern und die Weibchen rufen, das ist schon cool. Die machen schon Krach, oder? Ich meine, die hier die ganze Zeit hören, sind Heimchen. Das sind Heimchen, genau. Keine Frösche. Die Zwergbaumsteiger, wo wir eben schon waren, die sind in etwa diese Lautstärke. Je nachdem, wie viel Mühe er sich gibt, ist er mal lauter, mal leiser. Ja. Die sind deutlich leiser und auch die Auratus sind deutlich leiser. Aber das ist nichts für Schlafzimmer so. Wen das sonst jetzt stört, nein, dann wäre es nichts fürs Schlafzimmer. Das Becken kam schon mit einer gerissenen Bodenscheibe, was dann irgendwann dazu führte, dass ich hier morgens herkam und der ganze Schreibtisch unter Wasser stand, weshalb noch alles ein bisschen aufgequollen ist. Das stört den Hobby-Terrarianer nicht. Nein, so reicht eine kleine Auffangschale, wenn mal was tropft. Die wird dann regelmäßig geleert. Kann man machen. Terrarien zu reparieren ist halt, das ist bei Aquarien ja nicht anders, ist halt wirklich aufwendig. Gerade wenn sie eingerichtet sind, ich müsste das ja komplett auseinanderbauen. Dann musst du die Klebestellen reinigen, säubern, neu verkleben. Das braucht Zeit, das kostet Geld. Also neues Becken kaufen, einrichten ist billiger. Ich würde sagen, lassen sie einfach mal füttern. Jawohl. Dann sind die wahrscheinlich auch ein bisschen gechillter, wenn die gefressen haben. Das machen wir jetzt einfach. Jawohl, dieser Schlüsselmechanismus. Ah. Das ist so geil. Andere gehen Skifahren, ich habe halt Terrarienschlüssel. Mit was fütterst du die? Das sind junge Babymäuse. Frostfutter natürlich. Extra aufgetaut für dich heute. Also nicht für dich. Ja. Oder willst du auch eine? Nee, danke dir, sehr nett. Das ist in der Terroristik schon eher was Außergewöhnliches. Also das sind keine Tiere, die man jetzt an jeder Ecke findet. Wir haben sie von einem bekannten Züchter angeboten bekommen. Der musste sich aus privaten Gründen von den Tieren trennen. Olli hat natürlich die Gelegenheit gleich beim Schopfe gegriffen, hat aber, wie du ja vielleicht gesehen hast, nicht so viel Platz mehr zu Hause. Und hat mich gefragt, ob ich das mir nicht vorstellen könnte. Jetzt habe ich auch nicht super viel Platz, aber dafür hat es gerade noch gereicht. Da musste jetzt dann meine Zockerecke. Hier war deine Zockerecke, ja, vorher. Der Fernseher hängt ja noch. Ah, nein. Und musste jetzt halt weichen. Uli hat mich gefragt, ob wir das zusammen als Zuchtprojekt starten wollen, weil ich auch gesagt habe, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als die Frösche, die ich habe. Da fehlt mir die Erfahrung. Also das ist kein Problem. Wir haben das nötige Know-how. Ich habe mich eingelesen, habe mir Gedanken gemacht, wie man das Ganze konzipieren könnte vom Platz her. Mhm. Was brauchen die überhaupt? Gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben, was vorgeschrieben ist. Und habe ausgemessen, habe gesagt, ja, also größer geht immer, natürlich, ne, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber es ist ausreichend vom Platzangebot, was ich ihnen bieten kann. Haben so ein bisschen Einrichtung gekauft, ist mir eigentlich auch abgeraten worden von Echtpflanzen, weil wenn du sie dir anschaust, die haben schon bessere Tage gesehen. Die machen halt wirklich alles kaputt durch Gewicht und durch die scharfen Krallen. Ein bisschen Kunstpflanzen von Lucky Reptile eingebracht, dass es nicht ganz so trostlos aussieht, wenn sie alles kaputt gemacht haben. Was gibt's für
Spezifikationen einmal in dem Becken? Einmal hier die auf Rollen geführten Scheiben, einfach weil das Glas natürlich ein bisschen was wiegt, damit das schön geschmeidig läuft. Als Bodengrund Blähton als Drainage und darüber grobe Pinienborke. Auch da sind ein paar von den Springschwänzen als Bodenpolizei drin, die sich um die Hinterlassenschaften kümmern. Als Beleuchtung LED für mich, damit es einfach schön hell ist, und zusätzlich noch T5 Daylight Beleuchtung für die Tiere. Wie züchtet man die? Was braucht man dafür? Ja, genau. Das sind Nachzuchten aus Deutschland. Das sind keine Wildfänge, okay. Nein, es sind keine Wildfänge und es sind, soweit ich weiß, auch keine Geschwister. Dann müssen die klimatischen Gegebenheiten passen und sie brauchen eine Eiablagemöglichkeit. Was häufig genommen wird, sind Vogelnistkästen, die ein bisschen umgebaut werden. In der Natur legen sie wohl sie haben sich wieder lieb. In der Natur legen sie wohl ihre Eier in Baumhöhlen. Und dann habe ich mir gedacht, das kann man doch vielleicht kombinieren. Und habe hier durch diese Korkröhre einen kleinen Eingang an diesen Kasten hier gebaut. Der ist beheizt mit einem Thermostat. Das heißt, die Lufttemperatur darin ist konstant. Okay. Und den kann ich öffnen, sodass Sphagnummoos drin, das feucht gehalten wird. Weil das in meinen Augen dem natürlichen Substrat relativ nahe kommt. Sonst habe ich für Lüftung meinen 3D-Drucker angeschmissen und habe mir hier so kleine Einsätze gemacht, die mit Edelstahlgase ausgestattet sind. Zusätzlich habe ich noch eine Metalldampflampe von Lucky Reptile, eine Bright Sun Flood. Die bringt also den nötigen UVB-Anteil ins Becken. Und momentan ist es nur ein Heatspot. Ich will aber auf jeden Fall noch einen zweiten hinzubringen, weil ich einfach gemerkt habe, die Tiere liegen wirklich sehr gerne drunter und sie streiten sich manchmal um den besseren Platz. Du hast gerade 3D-Drucker gesagt. Was druckst du so? Ja, das Kleinigkeiten, die man in der Terroristik halt braucht, wie zum Beispiel den Einsatz hier fürs Thermometer, die Durchführung, kein Futter rauskommt, die Halterung für die Thermocontrol von Lucky Reptile. Hier bei den Geckos habe ich so kleine Näpfchen gemacht. Ach, die sind auch gedruckt? Die sind gedruckt, habe ich dann einfach, dass ich mehrere Töpfchen habe, die kann man dann ausspülen, wenn sie fertig sind, und befüllen und wieder reingeben. Ich habe hier bei den Fröschen die Laichhäuschen, sind aus dem 3D-Drucker. Ja, so ist halt Hobby 2021, so, ne? So ist Hobby 2021. Zu guter Letzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du bis hierhin dran geblieben bist, und danke an Sebastian für diese spontane Tour. Jetzt gibt es noch die Auflösung von unserem Terrarien-Gewinnspiel, bei dem eine ganze Menge mitgemacht haben. Ich habe tolle Kommentare gelesen und natürlich bleiben wir hier fair, somit zählt jede richtige Antwort gleich viel. Und den Gewinner blenden wir jetzt unten ein. Meld dich einmal bei uns, dann schicken wir das nämlich zu. Herzlichen Glückwunsch. Wir können demnächst mal gerne eine kleine Tour bei dir machen, wenn ich dich dazu überreden kann. Ja, haben wir ja schon mal ein bisschen angedeutet. Dann zeige ich euch mal ein bisschen, was wir noch so alles haben, außer im Garten. Wir haben ja noch so ein paar Räume, geil, da das ein oder andere drin ist. Ja. Sehr geil. Ja. Also, wenn ihr Interesse an der Terraristik habt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Auch wenn ihr Fragen, wenn ihr ein paar Themen habt, die euch vielleicht interessieren, dann können wir da gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich glaube, du hast an Viechern alles da, was man sich so vorstellen kann. Naja, vieles, sage ich mal. Aber wir können das gerne mal machen, dass wir uns mal unterhalten so ein bisschen, und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie ruhig. Das wäre doch eine fantastische Idee.